Hey, mein Name ist X7 und heute gibt es ein kurzes Infovideo, das in erster Linie alle betrifft, die ein Depot bei Trade Republic haben. Gestern haben Finanzszene und Finance Forward berichtet, dass Trade Republic die Partnerbank wechselt bzw. das Partnerbanknetzwerk um die Deutsche Bank und Citigroup erweitert hat. Warum sollte dich das interessieren, wenn du nicht gerade in der Fintech-Branche unterwegs bist oder auf das IPO der Solaris Bank wartest? Ganz einfach. Dein Verrechnungskonto könnte sich verändert haben. Dies betrifft in erster Linie Neukundinnen und Neukunden, aber auch einige langjährige Trade Republic-User haben ein neues Verrechnungskonto bekommen. Darüber wurden zwar die Betroffenen per E-Mail informiert, aber nicht jeder schaut regelmäßig in die E-Mails rein oder liest sie dann. Einige haben ihren Dauerauftrag laufen und schauen auch nur jedes halbe Jahr ins Depot. So könnte ich zwar nicht leben, aber ich kenne einige, die passives Investieren wortwörtlich umsetzen. Wo schon bei wortwörtlich sind, wortwörtlich heißt es in der E-Mail: Ab heute führen wir dein Guthaben auf einem Konto der Deutsche Bank AG. Du erhältst deshalb eine neue Trade Republic IBAN. Für dich ergeben sich keine Änderungen. Selbstverständlich gibt es auch weiterhin weder Depotgebühren noch Negativzinsen. Dazu gilt die volle Einlagensicherung von 100.000 Euro. Bitte denk daran dass du deine Daueraufträge an Trade Republic anpassen musst. In der E-Mail steht das Wichtigste bereits geschrieben. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Für dich ändert sich technisch gesehen nichts. Du musst lediglich deinen Dauerauftrag anpassen bzw. deine Daueraufträge. Das ist sehr wichtig. Deine Aktien, ETFs etc. sind davon natürlich nicht betroffen. Es bezieht sich ja lediglich auf das Rechnungskonto. Zum Schluss zeige ich dir noch, wie du überprüfen kannst, ob du eine neue IBAN erhalten hast bzw. wenn du eine neue erhalten hast, wo du sie findest. Willkommen in der Trade Republic App. Wir klicken als allererstes unten rechts auf dieses Personen-Icon, dann weiter oben auf das Zahnrad, damit wir die Einstellungen aufrufen. Dann scrollen wir ein bisschen runter und ja, ich weiß, hier ist ein bisschen zensiert, weil hier sensible Daten von mir drin stehen, bis wir unter dem Reiter Konten und Depot angelangt sind. Und hier klicken wir auf Verrechnungskonto. Und dann sehen wir unseren Namen, die IBAN und die BIC. Und diese IBAN ist diejenige, die sich vielleicht verändert hat. Diese kannst du natürlich mit deinem Dauerauftrag abgleichen. Weiter da unten unter der BIC steht aber auch, auf welcher Bank sich dein Geld befindet. Für mich ändert sich nichts, bei mir steht weiterhin dein Geld befindet sich auf einem Treuhand Sammelkonto bei Solaris Bank AG. Also, wenn das bei dir steht und sich deine IBAN dementsprechend dann auch nicht verändert hat, dann ändert sich erstmal für dich nichts. In Zukunft könnte es aber sein, dass unser Konto oder dein Konto vielleicht doch verschoben wird auf die Deutsche Bank etc. dann musst du so vorgehen, wie ich es gesagt habe, einfach bei deinem Dauerauftrag die IBAN anpassen. Fertig ist das Ganze. Abschließend noch ein Hinweis: Falls du noch kein Konto bei Trade Republic hast, besteht weiterhin die Möglichkeit, eine gratis im Wert von bis zu 200 Euro zu erhalten. Wenn du dir einen Account über meinen Link erstellst, diesen findest du in der Beschreibung oder in den Kommentaren oder du gibst oben in der Suchleiste x7finance.de slash go slash trade-republic ein. Dann wirst du zur entsprechenden Seite direkt weitergeleitet. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video und ich hoffe, du konntest etwas lernen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.